Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Better Minecraft mit Robin. Hallöchen. Da sind wir wieder. Oh so. Ja. seit langem mal wieder in unserer wunderschönen Minecraft-Welt. Oh ja, das stimmt. Lange her, aber wir haben uns wieder relativ zurechtgefunden. Genau. Müssen halt nur überlegen, was wir machen, ne? Da habe ich gerade eben schon ein bisschen überlegt und bin zu keinem Entschluss gekommen. Zu keinem Entschluss gekommen? Zu keinem Entschluss, ne. Na toll. Also unten bei dem, wenn du auf die Map guckst, unten links, da ist noch so ein dieses Luftschiff, wo wir schon waren, und da fängt ein Eisbiom an. Und ja. Irgendwas anderes. Oh Gott, das ist ja weit, ja. Genau. Das könnte man sich anschauen, aber. Wollen wir da hingehen? Links, ja, komm, oder? Links vom Luftschiff am besten, irgendwo auf so einer grünen Fläche da. Genau. Ja, da habe ich mich hinterpretiert. Links direkt neben das Luftschiff. Ja, okay. Hat ein bisschen gedauert. Ja. Ah, sehr schön. Stimmt, genau, da waren wir ja. Ja, dann werden wir noch ein bisschen erkunden gehen. Mal sehen, was wir finden werden. Okay, warte mal, das ist ohne Shader und das ist mit Shader, genau. Liegt denn hier rum? Eine Made, ist ja eklig. Lecker, kannst du essen. Nee, brauche ich gerade nicht. Wir sind ja nicht in... Green Hell. Green Hell, genau. Jawohl. Oh, Wegstein. Oh, zum Teleportieren, sehr gut. Cool. Rackzerack. Oder so ähnlich. Na, gleich mal gucken. Bing. Okay. Haben wir den. Ja, hier wird's eisig, ne? Hier in die Richtung waren wir nämlich noch nicht. Allgemein in dem Umfeld hier. Oh. Das hier. Eisbär? Ne, Schneeschwein. Was? Okay. Was gibt sogar gefrorene Schweinefleisch. Aha. Ach geil, und das kann man dann bestimmt auftauchen. Ja. Wow, ich baue hier gerade einen steinigen Stein ab. Einen steinigen Stein? Steiniger Stein, ja. Okay. Du bist ein Schwein. In schwarzen und weißen Augen. Na, ich nehme mal ein bisschen Birkenholz mit hier. Die Birke. Oh. Was? Du hast gerade ein Schwein umgebracht, ich hab's gemacht. Nein. Nein, hast du nicht gemacht? Okay. Ich weiß es nicht. Birkensetzlinge kann ich ja eigentlich immer mitnehmen. Pilze brauche ich nicht. Weg. Oh, hier hinten ist... Oh. Oh nee, ist ein Skeletthaus wieder. Mit diesen unsichtbaren Skeletten, oder? Ah ja, da rennen sie schon rum. Ich sehe sie. Oh. Ich nehme mal gleich mein Schild. Okay, eins ist tot. Mist. Okay, das ist auch tot. Ist auch tot. Hallo. Auch tot, sehr gut. Okay, warte mal, Pfeile hast du ja, aber Pfeile kann ich dir geben. So. Genau, ein paar. Bin ich wieder gebrauchen. Ja. Wow. Weg mit dir, meine Güte. Oh, die kommen alle von oben runtergefallen jetzt. Ja. Ah, noch mehr Pfeile liegen hier rum. Oh ja, so. Hier ist noch einer. Schmeiße ich dir mal alle hier hin, weil ich brauche die nicht. Ich habe, glaube ich, gar keinen Bogen. Ich weiß es gar nicht. So lange schon nicht mehr gespielt. Naja. Okay, eine Kiste. Da ist ein Eisenschwert drin, ein Rope Arrow. Ja, cool. Das Eisen nehme ich mal mit. Rote kann man auch mitnehmen. Eisengitter brauchen wir, glaube ich, nicht. Eine leere Karte. Musst mal gucken. Bananenfall. So ein Rope Arrow ist ja bestimmt was für dich. Da kannst du bestimmt Seile verschießen oder so. Dann kann man irgendwo hochklettern oder so.
Ja, hatte ich aber glaube ich schon mal dabei. Ich habe nicht gecheckt, wie der funktionieren soll. Der hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ich denke mal, die musste irgendwo dagegen schießen und dann spannt sich ein Seil, oder? Schieß doch mal hier an die Decke. So zum Ausprobieren mal. Ja, oder? Ich guck mal nochmal. Meine Frage ist halt auch, wie ich die Munition für den Pfeil wechseln kann. So. Geht denn das? Ich habe gerade keinen Bogen. Das ist ja ein normaler Pfeil. So, und wenn du deine normalen Pfeile rausschmeißt. Warte mal, ich hab. Oder mal, oder gib mir mal den. Gib mir mal den Rope-Pfeil. Ich habe ja einen Bogen. Ja. Okay, warte. Ich habe jetzt gerade alle aus meinem Inventar rausgeschmissen und trotzdem. Warte hier. Ah, ich habe gerade den Bananenpfeil. Geschossen. Ja. Und der Arrow hängt da oben. Hier, der Rope Arrow hängt da oben, wo die Pfeile brennen. Hier, der linke. Ah, okay. Gut, da passiert nichts. Ich habe keine Ahnung. Okay. Kann ich meinen Bogen rausschmeißen? Flip. Brauche ich den ja nicht mehr? Deine Pfeile hast du eingesammelt? Ja. Nein. Nein. Aber ich habe 58 Stück. Kein Problem. Achso, dann geht's ja. Okay, ansonsten gibt's hier ja gar nichts weiter. Ist ja voll langweilig. Wow. Oh. Da geht's runter. Okay. Gut. Ja, hier liegen noch Pfeile hier draußen. Die hatte ich hingelegt. Oh ja. Hier ist noch eine Kiste. Oh, hier sind noch ganz viele Pfeile drin. Und ja, ich Chest bin mit Pfeilen. Okay. Ein ganzer Stack, ne? Ich nehme den mal mit. Eisenbrustplatte glaube ich nicht. Ja, Eisen hatte ich schon eingesammelt. Bisschen Obsidian. Wassersmith. Okay, dann sind wir ja, denke ich mal, hier durch. Ich denke mal auch, ja. Da haben wir alles. Okay. Wir müssen, glaube ich, eh weiter in die Richtung, oder? Ja, ich folge dir einfach mal. Okay. Ist natürlich gerade Nacht wieder. Wie immer. Ja, da ist ein Hühnchen. Oh, Spinne. Ja. So. Schafe. Könnte man sich ein Bett machen, aber. Ja. Wo ist Skelett? Zombie. Da ist ein Aversee. Oh, da ist ein Skelettwolf hinter dir. Oh, ja. Ah, noch ein Skelett. Oh, Creeper. Achtung, Creeper hinter dir. Hinter dir ein Creeper. Weg mit dir. Achtung, ja. Fuchs, Wolf, was auch immer. Boah. Meine Güte, was ist denn hier jetzt los? Voll die Party. So, Pfeile. Brauche ich eigentlich nicht. Warte mal, ich habe da eine Schere. Hier gibt's aber nichts. Kann ich das Schaf nicht scheren? Das will ich. Achtung, Hypo. Oh. Oh, naja. Das war's mit den Schafen. Ich habe sie vorher noch geschert. Also ich könnte mir theoretisch gesehen ein Bett machen. Oh, wow. Wenn die jetzt fressen würden. Ich brauche noch zwei Wolle, dann können wir uns zwei Betten machen. Dann können wir auch schlafen. Ja, also wenn wir hier auch weiter in die Richtung von dem Nebium gehen, kommt glaube ich auch ein Haus. Vielleicht gibt es auch Betten, keine Ahnung. Okay, dann gehen wir mal weiter. Sieht zumindest so aus, als käme da ein Haus. Wow. Yeah.
Okay, ein Sandbio mit Schnee. Ja, Minecraft ist manchmal verrückt, was die Weltengeneration angeht. Oh ja. Was ist das? Zombie-Dorfbewohner oder so? Sieht so aus, ja. Ja. Und wieder Schweine. Oh Gott, was bist du denn? Oder ein Spawner. Ja, ich bin vergiftet, oder? Ach ne, wird angegriffen. Oh, das ist ein Spawner, ja. Ja. So. Da war ein Spawner. Wow, die haben Bruchsteinpool. Und Erde. Und einen verzauberten Bogen mit Haltbarkeit, Stärke und Schlag. Okay. Haltbarkeit, Stärke, Schlag. Ich habe Stärke 3 und Flamme. Ich glaube, meine ist besser. Oh, Lapis. So weit, so wolle. Oh, hier ist noch ein Schaf. Ah, ne, ein Schwein ist das, ein Schneeschwein. Okay. Ein bisschen Kohle nehme ich mal mit. Ein bisschen Kohle. Oh, Pfeil der Langsamkeit. Hab ja, ich bekommen. Der war da drin, ja, den habe ich liegen lassen. Ja gut, dann kann ich auch wieder reinschmeißen. So, okay. Ja, den Spawner brauche ich nicht, die Kohle nehme ich mit. Also Pfeile habe ich auch noch im Überschuss, ne? Ich habe die nämlich mitgenommen da. Weil ich habe ja auch noch einen vollen Stack. Hier ist Kohle, cool. Bist du weitergegangen in welche Richtung? Ja, den Fackeln folgen. Ach, da hinten, ja. Snowy Creeper. Hier ist nämlich ein kleines Haus. Niedlich. Mitten im Nichts. Leider mit Zombies. Leider mit Zombies, okay. Ein Zombie war da. Aber hier gibt's ein Bett. Ah. Was bist denn du hier? Ein Schneezombie? Ein Creeper. Ja, die machen aber irgendwie nichts. Nö. Aber die sterben. Da ist, glaube ich, ein Wegpunkt wieder. Ja, wenn die weiterlaufen. Ich höre vielleicht erstmal hier schlafen, oder? Ja. Okay, dann muss ich mir. Ich muss mir auf jeden Fall noch ein Bett machen. Dazu muss ich erstmal meine Werkbank platzieren. So, und dann kann ich mir ein Bett machen. So. Oh. So, okay. So, Bett steht. Ich kann ja aber irgendwie nicht schlafen. Bestimmt bei Monstern in der Nähe sind. Steht nichts. Ich werde immer wieder rausgeschmissen, oder ich muss das Bett mal kurz abbauen. Nee, ich kann auch nicht schlafen. Ja. Dann kann ich irgendwie nicht schlafen. Okay. Naja, ich pack's Bett trotzdem mal ein. Ja, gut, nimm es auch mal mit. So. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Wegpunkt, oder? Genau. Viel Kohle hier auf dem Weg. Schon einiges mitgenommen. Oh ja. Toll, 400 Blöcke noch da. Nicht schon wieder. Brunnen? Mit Eis? Der zugefroren ist? Ja, ein gefrorener Brunnen. Ach, Zombie. Oh. Was ist das denn hier? Ah ja. Die haben mich vergiftet. Oh, da ist Eis dort unten. Snow Creeper. Okay, hier kommt ein geiles Eisbiom, aber so wirklich gibt's da auch nichts. Wie es aussieht. Die Schneezombies machen nichts. Sind alle schon eingefroren. Ja.
Boah, ich erinnere mich. Zu viel Zombies, oh Gott, zu viel Skelette. Ich würde vielleicht in die Richtung weitergehen. Also. Ja, wir können ja übers Eis laufen, aber ich denke mal, da wird mehr kommen. Da wird es nicht. Wird es nichts weiter geben. Wird es leider nicht so viel mehr geben. Mann, was ist denn hier los? Oh Gott. Reed. Meine Güte. Ja, ist halt die Frage, wo wir weiter wollen. Nehmen wir noch ein bisschen gefrorenes Schweinefleisch mit. Aber das vergiftet ja irgendwie. Solltest du halt vielleicht nicht direkt essen. Ne? Ja, das soll man vielleicht. Wenn ich die töte, ist es vielleicht normales, weil ich hab ja Verbrennung. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Also, ja. Enderman. Innersländer. Ja, ich glaube, hier kommt nicht wirklich viel mehr. Nee. Da vorne kommen Strand und Palmen. Wenn wir nach links gehen. Oh, ein Eisstrand, geil. Da ist ein Riesenwal. Okay. Palm und. Oh, was ist das da hinten? Bisons wieder oder Nashörner? Ja, ich glaube Nashörner. Ob die uns wohlgesonnen sind? Meins, Fortschritt erzielt, hör? Hä? Ah, Möwen? Hm. Oh, ne, das sind. Oh, das sind Schweine. Oh. Was find's? Hey. Meine Güte. Eingebratenes Schweinefleisch habe ich bekommen. Okay. Oh. Ja, die Möwen klauen ja das ganze Lumpe. Ich würde die mal in Ruhe lassen. Na, ich bin weg. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ja, dann beeil dich lieber. Ja, hier ist nochmal ein Wegpunkt. Zum Waypoint, ja. Okay, haben abgelassen. Takram mit. Ja. Na toll. Wir sind wieder im Haus der Priester gelandet. Ja, waren wir ja nicht schon mal? Gatekeeper. Nee, ist einfach wieder anderes, glaube ich. Oh, ein schönes Haus. Ja. Okay, mit Smaragde, die nehme ich mit. Ein Buch haben wir hier drin, Papier. Mondscherbe. Bisschen Kohle liegt hier rum. Holzkohle. Diese Moonstone-Shards, keine Ahnung, was man mit denen machen kann. Noch mehr Brot, noch mehr Smaragde. Die Smaragde nehme ich auf jeden Fall mit. Ach guck mal, cool, diese Moonstones, die kann man an die Wand hängen. Da oben über dem Bett hängt einer. Oh, okay. Wahrscheinlich, wenn man genug hat davon, kann man sie zu einem Moonshard machen und dann. So, das. Okay. Okay, ja. Jetzt aber auch nichts Besonderes. Hier ist doch ein Ofen. Na, hier waren doch Öfen. Was passiert, wenn ich da das gefrorene Schwein. Oh, jetzt hast du die ganze Holzkohle rausgenommen. Warte. Hier, ich mach mal rein wieder. Mal sehen, was da rauskommt für ein Fleisch. Na, irgendjemand ist da. Hallo? Oh. Was hast denn du? Ich glaube, gebratenes Raus. Zielleiter und Blue Journal. Gebratenes Schweinefleisch. Aha. Gut, dann kann ich es ja wieder mitnehmen. Okay. So, das packe ich mal rein, Ja. Der Kollege. Ist keine Hexe gewesen, aber ja. Nee, es ist ein. Wie hieß der nochmal? Gatekeeper.
Okay, super. Dann würde ich sagen, ich beende die erste Folge, nicht die erste Folge, die Folge hier, und dann gehen wir in der nächsten Folge einfach weiter und gucken mal, wenn ich das sehe, da ist irgendwie auch ein ziemlich viel Rot da. Was ist denn das Rot alles? Das Gegner? Da ist vielleicht irgendwie ein... Tja, keine Ahnung. Gegner im Wasser. Genau, das werden wir uns aber erst in der nächsten Folge anschauen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Tschüssi.